Eine kurze Sache zwischendrin. Ich habe hier ein Blue Pill vor mir. Das ist so ein STM32 basierendes Mikrocontroller-Board. Und habe ein paar Probleme beim Hochladen hier gehabt. Wenn wir hier gucken, er hat die Firmware kompiliert, startet jetzt OpenOCD zum Hochladen. Über ST-Link ist das hier eingestellt. Und wenn wir hier runtergehen, dann sehen wir hier, das failed. Und zwar STM32X Device Protected. Das heißt also, da ist irgendein Schreibschutz drauf. Ist ein bisschen ungünstig, weil der hier ist halt frisch aus der Packung. Das sollte normalerweise nicht der Fall sein. Aber na, je nachdem, wo man kauft, weiß man halt nie so genau, was man bekommt. Glücklicherweise ist das kein Todesurteil. Wir können das relativ einfach beheben. Und zwar müssen wir lediglich eine Konsole aufmachen und diesen Befehl hier eintippen. OpenOCD für ein ST-Link V2 als entsprechender Programmiergerät. Target ist ein STM32 F1 und so weiter. Und wir schicken die Befehle init, reset halt, dann ein unlock 0 und reset run und shutdown. Damit sollte das Ganze unprotected werden. Das können wir uns jetzt nochmal gerade anschauen. Ich versuche gerade nochmal hochzuladen, nur dass ihr es auch frisch seht. Hier sehen wir, hier versucht er das jetzt und schlägt wieder fehl. Jetzt führe ich den Befehl hier aus. Und wir sehen, hier ist jetzt entsprechend was passiert. Falls ihr im Übrigen nicht OpenOCD installiert habt, gerade per Hand installieren. Platform.io zum Beispiel bringt eine eigene mit. Das heißt, dann ist es nicht zwangsweise im System drin. Ist aber relativ klein, das sollte funktionieren. So, wenn wir hier durchgehen, unable to match requested speed. Ja, 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 das ist alles nicht so tragisch. Jetzt sehen wir hier Target halted. Dann haben wir ein Flash Size failed. Das heißt, er hat nicht erkannt, wie viel Flash da ist. Und jetzt sagt er hier unlocked. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal machen, gehen wir gerade nochmal auf das Uploading. Da sehen wir hier auch die Meldung, Flash Size Probe failed inaccurate. Wenn wir jetzt hier nochmal hochladen nach dem Unlock Command, dann sehen wir, das funktioniert deutlich besser. Wir haben jetzt nicht mehr diese Meldung, dass er den Flash nicht erkennen kann und entsprechend auch ein Success. Das heißt also, alles funktioniert jetzt wieder. Unlock hat funktioniert.